der berühmteste Museumsleiter des Kunstmuseums in Basel, Peter Schmidt. Er war der große Museumsdirektor nach dem Zweiten Weltkrieg dort. Der hat einen wunderbaren Satz geprägt. Der Satz heißt: Jede Kunstbetrachtung benötigt einen Stuhl. Ja, warum benötigt denn die Kunstbetrachtung einen Stuhl? Weil sie Zeit verlangt. Und warum verlangt sie Zeit? Weil man nicht ohne Zeit in die Kunst hineinkommt. Jetzt könnte ich natürlich zu Herrn Schmidt sagen, er soll noch ein paar hundert Stühle rausnehmen. Das werde ich nicht tun. Ich werde ihn nicht bitten und ich werde Sie nicht allzu lange Ihre Geduld überstrapazieren. Denn ich habe Sie ja deswegen hier hereingebeten, damit Sie bei den Bildern sind. Und wenn Sie die Bilder vielleicht schon im Herumgehen betrachtet haben, dann sind zwei Dinge die allerersten Eindrücke. Der erste Eindruck ist die Farbe. Schauen Sie sich einfach um, ob Sie jetzt so rüberschauen oder runterwärts oder raufwärts. Der erste Eindruck ist eine wunderbare, lebendige Farbigkeit. Der zweite Eindruck ist eine Fülle in diesen Bildern. Eine erzählerische Fülle steckt in den Bildern. Und zwar in allen. Die Bilder beginnen erst zu sprechen, wenn man sich langsam in sie einlässt. Und dass das so ist, das hängt natürlich mit dem Leben und der Arbeit des Künstlers zusammen. Wie jeder Künstler ist auch Moritz Goetze nicht vom Himmel gefallen. Wie jeder Künstler hat er seine Wurzeln. Nur Moritz Goetze, so wie er heute 2010 vor uns steht, der hat zwei große, riesige, unterschiedliche Wurzelgeflechte. Und das macht ihn für uns so ungemein interessant und herausfordernd. Was sind diese Wurzeln? Einen Wurzeln, die reichen von 1964, seinem Geburtsjahr, bis 1989. Sein Leben wurzelt gänzlich in der Welt von Halle, dieser schönen Stadt, in der er in der gleichen Kirche getauft worden ist wie Händel. Eine Stadt, die nicht nur die Leuna-Werke hervorgebracht hat, sondern eine Stadt, die sehr bedeutsam gewesen ist in der ganzen deutschen Geschichte. Moritz Goetze fällt, wie die Franzosen sagen, geburtsmäßig dans le marmite, in den Honigtopf. Warum? Weil beide Eltern aktive Künstler sind. Sein Vater, Wasja Goetze, ein in der DDR berühmter Künstler, und seine Mutter, eine bekannte Textil- und Teppichgestalterin auf der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Burg Giebichenstein, das hatte früher einen Klang für die Deutschen. Als dann der eiserne Vorhang fiel, war das nur noch eine Regionalerscheinung auf der östlichen Seite. Halle liegt an der Saale. Die Saale war früher einmal ein deutscher Fluss von größter historischer Bedeutung. Goethe liebte den Saale-Unstrut-Wein. Manchmal genoss er zu viel davon. Wenn der Diener einem hohen Gast aufmachte, hieß es: Herr Geheimrat ist unpässlich. Er hatte nur zu viel etwas getrunken. Aus dieser Welt
die wir überhaupt gar nicht richtig erahnen können, stammt Moritz Götze. Moritz Götze, der gerade, als die Musik von den Jugendlichen hörte, natürlich in Vibration kam. Warum? Nicht nur, weil er der Musik zuhören kann, sondern weil er natürlich auch aktiver Musiker war, der in einer Band gespielt hat, der zusammen mit seiner Schwester, die den Bass gezupft hat, und dem Vater in einer Band gespielt hat. Und der in einer Welt aufgewachsen ist, die, wenn Sie sich wirklich dafür interessieren, Ihnen über Google erschlossen werden kann. Gehen Sie einfach, und dort haben Sie einen Stuhl zu Hause, nach Hause, und geben Sie in Google nur die beiden Worte ein, DDR Bohem. Ja, das ist richtig, ich höre mit Freude, dass es heißt, ja, also etwas Verrückteres als DDR und Bohem gibt es ja aus unserem Blickwinkel nicht. Also ich meine, DDR war ja die Anti-Bohem, also als solche überhaupt in sich. Aber dem ist nicht so. In der DDR, da existierte eine Bohem. Das war aber nicht die Bohem von Paris aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das war eine Bohem, die es sich erlaubte, den Staat an der Nase herumzuführen mit hohem Risiko. Und in der es in ganz kleinen Kreisen möglich war, tatsächlich ein vollkommen kreativ autonomes Leben zu führen, allerdings aufs Äußerste und immer bewacht vor der Stasi. Und wenn Sie die beiden Begriffe in Google eingeben, wenn Sie das wirklich tun, Sie kommen aus dem Staunen nicht raus. Es gab nämlich in Berlin, in dem großartigen deutschen historischen Museum unter den Linden, Sie kennen es hoffentlich alle, in der Nähe vom Pergamon-Museum, eine großartige Ausstellung über Bohem in der DDR. Mit einem sagenhaften Katalog, und da kommen Sie plötzlich in Welten, die Sie überhaupt gar nicht für möglich gehalten haben. Wer weiß von der berühmten Petersberg-Rallye? Petersberg, das ist ein Berg bei Halle, so ein kleiner Schermelino, in diesem Stil. Aber um den Petersberg, da hat der Vater von Moritz Götze, Wassja Götze, eine einzigartige Zauberwelt aufgeführt. Da trafen sich nämlich im Mai, aber damals gab es noch kein SMS und nichts, und trotzdem hat man sich getroffen, wenn man sich in der kleinen DDR überhaupt gekannt hat, trafen sich einfach Radfahrer, um eine Radtour um den Berg zu machen, 5 Kilometer, und verloren hatte, wer zuerst im Ziel ankam. Es waren überhaupt sehr merkwürdige Sitten. Man hat dann auf einem Fußballfeld nackt um den Sieg gekämpft. Es war überhaupt sehr merkwürdig, es lagen viele Wirtschaften an dem Weg und manche erreichten die letzte nicht mehr, weil das nicht mehr leistbar war. Natürlich wurde alles von der Stasi überwacht. Und wissen Sie, was ich jetzt so ein bisschen folkloristisch erzähle? Wenn Sie tatsächlich meinem Rat folgen würden und in Google die beiden Begriffe eingeben würden, dann könnten Sie dort die Originalakten lesen der Stasi, die all diese Vorgänge beobachtet und, wie es damals hieß, aktiv bearbeitet hat. In dieser Welt wurzeln die ersten Anfänge von Moritz Götze. Und in dieser Welt, da waren seine Farben, von denen ich gesprochen habe, schon die Farbe war eine Provokation. Wer nach der Wende direkt in die DDR kam, dem fiel ja von unseren übersättigten Augen das unsägliche Grau auf. Das allgegenwärtige unsägliche Grau. Und gegen dieses Grau, das war eine Kampfansage. Wir merken das ja alles gar nicht mehr. Wir wissen ja gar nicht, was Kampf ist, also in diesem Sinne. Aber schon die Farben waren eine Provokation. In einer Gesellschaft,
die Ulrich Blenzdorf auf den eingängigen Slogan gebracht hatte: Jeans sind eine Einstellung und keine Hosen. Das sage ich extra nochmals, weil es so eingängig ist. Jeans sind eine Einstellung und keine Hosen. Man hatte ja schließlich auch die Beatles verboten. Man hat überhaupt fast alles verboten. Bis es 1971 zu einem kleinen Tauwetter kam, das aber hörte wieder auf mit der Ausbürgerung von Biermann 76. In dieser Welt wurzelt der frühe 1964 geborene Moritz Götze, der zu Hause ein künstlerisches Haus erlebt hat, voller Unruhe, voller Kreativität und vor allem mit einem riesigen Sammlertrieb. Man sammelte so viel. Denken Sie, man war nicht in der Wegwerfgesellschaft. In einer Gesellschaft, in der man nie weiß, ob man eine gebrauchte Glühlampe oder Zündkerze noch brauchen kann, ist Sammeln etwas total fundamental anderes als in einer Überflusswelt, wo man sich nur fragt, hoffentlich hat jetzt nicht der Nachbar wieder die gelbe Tonne schon vollgefüllt. Oder ich kriege noch mein Zeug in die blaue Tonne rein. Das waren andere Welten. Und diese Welten haben natürlich in dem Werk von Moritz Götze eine unglaubliche Bedeutung, weil es ihm ermöglicht, mit Hilfe von solchen Sammelstücken die unglaublichsten Geschichten in einem einzigen Bild zu erzählen. Da hinten hat er eine Serie, das nennt sich Schweizer Erfinder. Unter anderem ist da Maggi drin. Nein, ja, jeder von uns kennt ja Maggi. Ja, und jeder denkt, ja, Maggi ist halt Maggi. Ja, so die Suppenwürze drin in die Suppe und die Sache ist erledigt. Moritz Götze kommt aus einer Welt, in der man nachdenkt. Er hat Maggi nicht einfach so aufgegriffen. Wer war eigentlich Maggi? Maggi war ein Mann aus ärmster italienischer Einwandererfamilie in der Schweiz, der in den 90er Jahren des vorvergangenen Jahrhunderts gesehen hatte, dass die Welt sich total ändert. Dass durch die Fabrikarbeit ganze Lebensentwürfe bachabgehen. Das Schlimmste, die Position der Frau. Die Frauen hatten nicht mehr die Möglichkeit, in Ruhe auf dem Holzfeuer etwas zu kochen. Es musste eine vollkommen neue Nahrung musste hergestellt werden, um die Menschen kompatibel zu den Fabriken zu machen. Und da war Maggi der absolut Geniale. Maggi, die Erbswurstsuppe, in einer Minute im heißen Wasser eine Suppe. Maggi, der Mensch mit dem Suppenwürfel, grandios reinwerfen, fertig. Er war der Erste, der den Quick Lunch auf ganz breitester Basis erfunden hat und dann mit einem Weltsiegeszug durchgesetzt hat. Moritz Götze kommt aus einer Welt, da hat man über so etwas nachgedacht. Das ist das erste Wurzelwerk.